Okay. Wir fangen jetzt ein bisschen verspätet an und ich bin das letzte Element, das noch zwischen Ihnen und dem Buffet steht. Wir haben noch einiges vor. Nein, das ist tatsächlich eine Slide, die irgendeinen Wettbewerb schrecklichste Slides der Welt gewonnen hat. Und wenn man das Kleingedruckte lesen könnte, würde man das sehen. Tatsächlich geht es darum überhaupt nicht, sondern ausschließlich um Bilder von niedlichen Tieren. Okay, das ist auch nicht wahr, aber ich habe versucht, so einen Mittelweg zu finden zwischen 10-Punkt-Schrift und Bildern von niedlichen Tieren. Ich bin gebeten worden, was zur Zukunft des Schreibens zu sagen heute Abend. Und ich habe dann gesagt, ich würde gerne lieber über die Gegenwart sprechen. Das hat diverse Vorteile. Das hat schon mal den Vorteil, wenn man über die Zukunft des Schreibens sich in irgendeiner Weise öffentlich äußert und das auch noch aufgezeichnet wird, dass die Gefahr, sich dabei zu blamieren, extrem groß ist. Und dass die Zukunftsvorhersagen, die man dann getroffen hat, dann später als Witz in andere Leute Vorträgen gebraucht werden. Ein zweiter Grund ist, dass die Zukunft ungleichmäßig verteilt ist. Ein uraltes Zitat von William Gibson, dass sie zwar schon da ist, aber noch nicht überall angekommen. Und das gilt für die Gegenwart eigentlich noch viel mehr. Deshalb habe ich mit dem Techniktagebuch, einem Gemeinschaftsblog, an dem ich beteiligt bin, voriges Jahr, also es gibt jedes Jahr eine E-Book-Ausgabe des Buchs zum Bloggeburtstag und die hieß letztes Jahr, die Gegenwart ist schon da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt. Das ist, finde ich, ein noch viel unübersehbareres Phänomen als die Sache mit der Zukunft. Ein dritter Grund, warum die Gegenwart mir das interessantere Vortragsthema scheint, ist, dass sie so ja einerseits interessant genug und andererseits so untererforscht ist. Das ist ein Buch, das ich im letzten Jahr gelesen habe über die Geschichte der Textverarbeitung. Und dieses Buch endete zu meiner Überraschung, das ist ja oft überraschend, wenn man es als E-Book liest, dann kommt das Ende ja unvermittelt und nicht dann, wenn man schon sieht, es sind jetzt nur noch 3 Seiten. Also zu meiner Überraschung endete dieses Buch so um 1990 rum und dann kommen noch ein paar Sätze über die frühen 90er Jahre und dann ist es vorbei mit der Geschichte der Textverarbeitung und ich dachte, die fängt doch da erst an, aber zumindest die Hälfte kommt noch. Wahrscheinlich muss man, um über die Gegenwart sich sinnvoll wissenschaftlich zu äußern, erstmal warten, bis sie vorbei ist und nicht nur so ein bisschen vorbei, sondern wirklich gründlich vorbei. Das ist dann der vierte Grund. Es war schon schwer genug, mir diese ganzen Dinge über die Gegenwart auszudenken. Ich musste bis heute Vormittag im Zug noch hart dran arbeiten, deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass es nicht durch die Zukunft noch schwieriger geworden ist. Und die Frage, über die ich reden werde, ist gar nicht die, die wir im Vorfeld besprochen haben. Es ist ein glücklicher Zufall, dass sie weiterhin zum Titel passt. Aber beim Rühren in meinem Material habe ich gemerkt, dass die Frage, die mich eigentlich daran beschäftigt, leider keine sehr wissenschaftliche, aber Sie sind jetzt, glaube ich, auch müde und müssen nicht noch viel öfter heute Foucault hören. Keine sehr wissenschaftliche Frage, warum sind wir eigentlich nicht viel unzufriedener mit der Gegenwart des Schreibens, so wie sie ist? Wenn man die Vergangenheit des Schreibens betrachtet, dann ohne jetzt einem naiven Fortschrittsbegriff hier das Wort reden zu wollen, dann glaube ich, sehnen sich wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, nicht dringend danach zurück, die Bücher, mit denen sie arbeiten wollen, erstmal von Hand abzuschreiben. Aufwendiger Prozess. Die Zugänglichkeit von Bibliotheken war nach allem, was ich weiß, noch etwas anstrengender, als das heute der Fall ist. Ich würde nicht tauschen wollen. Ich würde eigentlich nicht mal gerne in die sehr viel weniger weit zurückliegende Vergangenheit zurück, in der ich auf einer mechanischen Schreibmaschine im 10-Fingersystem tippen gelernt habe. Ein lautes, schweres, schlecht transportables Gerät. Ich würde
noch nicht mal gerne in die Zeit dieser extrem fortschrittlichen und teuren Schreibmaschinen zurückwollen, die man hier in Mad Men im Einsatz sieht. Was man erahnen kann, auch wenn man es hilft, wenn man die Serie kennt, ist, alle diese Sekretärinnen sitzen vor dem Büro von dem Mann, für den sie arbeiten. Das funktioniert überhaupt nur, weil diese Schreibmaschinen so neu und teuer und leise sind. Wenige Jahre vorher hätte man da noch in einem Schreibmaschinen-Sekretärinnen-Pool sitzen und den Krach der anderen anhören müssen. Also auch das ist, glaube ich, möchte jemand, sehnt sich jemand zurück, möchte jemand die Zeitmaschine nehmen. Auch diese Vergangenheit, das ist eine Ausstellung, die ich glaube, letztes Jahr in Berlin gesehen habe, über die Geschichte der beiden Berliner Stadtmagazine Tipp und City, das sind die jeweiligen Erstausgaben, gerade möglich gemacht, wie mir vor Ort ein älterer Redakteur erklärt hat, durch die Einführung einer Kugelkopfschreibmaschine, mit der man solchen Satz hinkriegen konnte. Und die Überschriften wurden noch jahrzehntelang mit Letraset-Buchstaben Hand aufgerubbelt. Schwierige Vergangenheiten. Wenn man aus dem Jahr 2039 auf die Gegenwart zurückblickt, spricht sehr vieles dafür, dass wir sie genauso betrachten werden wie jetzt diese beiden Stadtzeitungen. Und uns denkt man, das war alles so anstrengend. Wissenschaftliches Arbeiten 2019, diese ganzen schrecklichen Komplikationen beim gemeinsamen Schreiben von Texten. Aber tatsächlich fällt das in der Gegenwart meistens doch relativ wenig auf. Sogar wenn ich an die Vergangenheit zurückdenke, meine Schreibvergangenheiten, dann sind sie von recht wenig lauten Nörgeln angefüllt. Also natürlich denke ich jetzt, das war schon alles sehr anstrengend mit dieser mechanischen Schreibmaschine. 12 Kilo hat sie gewogen, ich habe sie kürzlich nochmal nachgewogen, bevor sie auf den Sperrmüll gekommen ist. Aber währenddessen war ich mit der Gegenwart eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden, auch mit der Gegenwart, insbesondere mit der Gegenwart des Schreibens, würde ich sagen. Und ich glaube, dass das mit der Unzufriedenheit sich eventuell so ähnlich verhält wie mit dem Unwissen oder mit Zahnschmerzen. Zahnschmerzen sind auch schwer sich vorzustellen, solange man keine hat. Und sobald sie wieder vorbei sind, hat man sie eigentlich auch schon wieder recht gründlich vergessen. Ist nicht so wie der Geschmack von Vanillepudding, an den man sich ganz gut erinnern kann. Unwissen und offenbar auch Unzufriedenheit und ein Phänomen, das das ist auch eine weitere unbegehrenswerte Vergangenheit, obwohl sie noch gar nicht lang zurückliegt. Catherine Schulz beschreibt das in diesem sehr schönen Buch, das schon ein paar Jahre alt ist, wie schwer es eigentlich ist, das eigene Unrecht haben, dingfest zu machen. Wir haben eigentlich nie Unrecht. Wir haben immer mit einer Sache Recht und später haben wir dann mit einer anderen Sache Recht. Wenn man zurückblickt, dann denkt man, ja, vor 20 Jahren, da habe ich noch das und das geglaubt. Aber der tatsächliche Punkt des Unrechthabens, der ist verschwindend klein. Und ich vermute, so ist es mit der Unzufriedenheit auch. Deshalb muss man sich gelegentlich die Mühe machen und quasi vor dem Bau lauern, bis sie mal kurz rausguckt. Und das habe ich in dem Fall, da ist mir sofort ein Beispiel eingefallen, an dem ich das erklären möchte. Das ist das erste Buch, das ich geschrieben habe in den späten 90ern zusammen mit Ira Strübel. Und wir haben dieses Buch geschrieben, in dem wir Word-Dokumente hin und her gemailt haben. Ich habe sie gestern noch dazu befragt, ob sie sich da an irgendwas erinnern kann. Sie konnte sich aber auch nicht erinnern. Wir wussten beide noch nicht mal mehr, wollte der Verlag am Ende eine Diskette per Post eingeschickt haben? Wahrscheinlich ja, aber man weiß es nicht genau. Zumindest die Übersetzungsauftraggeber, die ich damals hatte, die wollten das so. Die haben sogar extra dafür bezahlt. Ich glaube, es gab pro Seite 50 Pfennig zusätzlich, wenn man auf Diskette einschickte, anstatt irgendwas Schreibmaschinengetipptes zu schicken, was die dann nochmal tippen lassen mussten. Das ist noch nicht die Geschichte der Unzufriedenheit, das ist ihre Vorgeschichte. Ich glaube, wir waren damit im Großen und Ganzen zufrieden. Man hat natürlich beim Hin- und Herschicken von Word-Dokumenten Probleme, die Sie wahrscheinlich kennen werden, und zwar nicht von vor 20 Jahren, sondern wahrscheinlich von gestern. Wir haben uns darüber recht wenig ereifert, soweit ich mich erinnern kann. Das änderte sich dann hier mit dem zweiten Buch. Dazwischen lag eine längere Pause.
Das ist jetzt hier ungefähr das Jahr 2005. Und ich habe mit meinem Co-Autor gerade angefangen, dieses Buch in einem Wiki zu schreiben. Ich habe überlegt, ob ich das abbilden soll für diejenigen, die noch nie mit einem Wiki so von innen zu tun hatten, sondern nur die Wikipedia mal von außen betrachten. Und habe versucht, in meinen Unterlagen Screenshots oder irgendwelche Überreste davon zu finden. Es war aber nichts übrig. Also für die nicht so sehr an Schreibtechnik Interessierten hier, ich sage es vorsichtshalber, die Wikipedia ist das bekannteste Beispiel für die Arbeit mit und in einem Wiki. Es bedeutet im Wesentlichen, und das war für uns damals die großartige Neuerung, dass man im Browser zusammen mit jemand anderem an einem Textdokument arbeiten kann, aber halt nicht gleichzeitig, nur abwechselnd. Und es gibt von diesem Text eine quasi Betrachtungsansicht und eine Bearbeitungsansicht, wie man das in den Bearbeitenansichten der Wikipedia auch sehen kann, nur dass es bei uns nicht so luxuriös zugegangen ist. Also die ersten Kapitel des Buchs sind da drin entstanden. Und dann kam was auf den Markt, was damals noch Writely hieß. Weiß jemand, kennt jemand Writely? Schreibquiz, wer weiß, was draus geworden ist? Niemand? Es gab es auch, sie sind sehr schnell aufgekauft worden. Die gab es ein paar Monate, dann sind sie von Google aufgekauft worden und seitdem heißt das Google Docs. Und durch glücklichen Zufall sind meine Chatlog-Files aus diesem Zeitraum erhalten. Und das ist hier ein Gespräch, wie man vorne sehen kann, aus dem Dezember 2012, wo ich mich mit einem Freund darüber unterhalte. Ich glaube, es geht um unsere gemeinsame Zusammenarbeit an einem künftigen Text. Gleichzeitig dasselbe Dokument bearbeiten, ein herrliches Wunderfeature. Ich weiß gar nicht, wie man jemals ohne auskommen konnte. Zu diesem Zeitpunkt ist Google Docs, mit dem das ging, dass man eben gemeinsam an unterschiedlichen Geräten vor derselben leeren Seite sitzt, wenige Monate alt. Moritz plädiert noch für das Wiki, aber gleichzeitiges Bearbeiten, nein, das kann es beileibe nicht. Ich habe nach wenigen Minuten meine gesamte Textproduktion nach Google Docs verlagert, eben weil man sie da a. auf beiden Rechnern und b. von überall zur Hand hat. Das sind Argumente, die haben mich jetzt beim Wiederlesen überrascht, weil ich die vergessen hatte, dass das überhaupt mal ein Thema war, dass man einen stationären Rechner und einen Laptop hatte und von denen auf dasselbe Dokument zugreifen wollte und dann auch noch von überall. Ich hätte jetzt gesagt, wir fanden das von Anfang an toll, dass man eben gleichzeitig ins selbe Dokument reinschreiben konnte. Das wird hier aber gar nicht erwähnt. Entstehen dort auch eure Bücher? Ja, bisher im Wiki, aber inzwischen ja, da geht es um andere Bücher gemeinsam mit der Firma, in der ich damals war. Es ist ganz gut, von solchen Sachen Chatlogs zu haben, weil ich auf diesem Weg auch gemerkt habe, dass nicht alle Dinge, von denen ich glaube, ich hätte sie begeistert begrüßt, als sie neu waren, tatsächlich auch begeistert begrüßt habe. Ich habe sehr viele solche Logfiles, in denen irgendwas Neues auftaucht, Twitter oder so. Ich dann nur sage, wozu soll der Quatsch jetzt wieder gut sein? Ja, Moritz findet das schön nach dem ersten Ausprobieren und viel flotter als ein Wiki. Und man kann einfach während der Treffen da hineinprotokollieren, sogar zu mehreren. Das ist so praktisch. Nichts mehr mit hinterher Protokoll rummailen und so. Danke Web 2.0. Wir waren damals noch bei Web 2.0 und eben auch die Firmenzusammenarbeit wurde dadurch angenehm verändert. Ich lasse das mal kurz zum Raten stehen. Haben sich sehr viele Dinge verändert, selbst in der gar nicht, also im Verhältnis zu, sagen wir, Erfindung des Buchdrucks, in der noch gar nicht so langen Zeit, in der ich mit Schreibtechniken zu tun habe. Diese Zeit fängt an damit, dass ich an einem Grundschultisch sitze, an dem dieses Ding angebracht ist. Weiß jemand, was es ist? Tintenfass. Ja, auf Sie ist Verlass, danke, da kommt das Tintenfass rein. Bei uns aber nicht mehr, wir hatten schon kein Tintenfass mehr, dieses Fach war aber noch vorhanden. Ich musste aber jetzt ganz schön lange bei eBay danach suchen, bis ich ein Bild davon gefunden habe. Dann wissen Sie sicher auch, was das ist. Mitbringen war vorgeschrieben. Schwammdose, der Schwamm ist zu Hause anzufeuchten, nicht in der Schule, für die Schiefertafel, die aber schon nicht mehr aus Schiefer war, sondern aus Plastik. Und das war auch vorgeschrieben? Bleistiftverlängerer. Ja.
wurde kontrolliert, ob man den auch dabei hat, damit keine Verschwendung am Bleistift betrieben wird. In diesen ungefähr 40 Jahren seitdem haben sich ja auf ganz unterschiedlichen Gebieten Dinge am Schreiben verändert. Am eigentlichen Schreibprozess, an der Zusammenarbeit mit anderen, an der Recherche, die ich fürs Schreiben betreibe, an der Art, wie Übersetzungsaufträge erledigt werden, am wissenschaftlichen Arbeiten, an der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, an den ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen, wenn es ums Veröffentlichen geht, an der Art der Kommunikation mit dem Verlag, an dem, was der Verlag vertraglich so von einem will. Also auf sicher 20 verschiedenen Bereichen haben sich da Dinge verändert in diesen paar Jahrzehnten. Und trotzdem finde ich es sehr schwer, im Nachhinein festzustellen, was war das eigentlich, was da zuerst gefehlt hat und dann später da war. Die Dinge, normalerweise keine Lücke da. Im Fall von Google Docs war es jetzt so, dass da eine ausgeprägte Lücke war und wir dann sehr froh waren, also zumindest ich und noch ein paar Leute sehr froh waren, als es aufgetaucht ist. Oft ist das überhaupt nicht so und das ist gar nicht leicht, habe ich jetzt bei der Vorbereitung des Vortrags gemerkt, rauszufinden, was hat die Leute eigentlich beschäftigt, wenn die neue Schreibtechnik dann auftaucht. Ich habe hier diesen Artikel gefunden von Cora Stephan, 1985 erschienen. Otto Walkes war gerade ein wichtiger Mensch und auf dem Spiegeltitel. Und es geht um die Benutzung von Computern, damals noch sehr große Dinge auf oder unter dem Schreibtisch durch Autorinnen und Autoren. Einleitend ist von diesen unheilvollen Geräten die Rede und vom Teufelszeug. Droht mit der Einführung des Computers die endgültige Verrohung des Literaturbetriebes? Tatsächlich ist das dann ein sehr wohlwollender Text, in dem sich Cora Stephan ganz also weitgehend begeistert äußert. Es eröffnet sich ein Elysium für alle möglichen Vielschreiber. Und zwar, weil Tippex, Schere und Klebstoff weggeworfen werden können. Das ist tatsächlich eine berufliche, also ein Umgang mit Texten, den ich praktisch nur noch vom Hörensagen kenne, von meinem Buchagenten, der berichtet, dass man früher als Agent zu den Autoren nach Hause gefahren ist und dort mit denen zusammen an der Schreibmaschine den Text überarbeitet hat und die Überarbeitungen aufgeklebt hat auf das getippte Blatt, sodass es dann irgendwann nicht mehr so richtig durch den Einzelblatteinzug des Kopierers passte, weil es so gebirgig wurde von den vielen Veränderungen. Ich hatte noch eine kurze Zeitreise, als ich mal in der Schweiz war und den passenden Steckdosenadapter für meinen Laptop vergessen hatte, da durfte ich noch mal einmal im Leben ausprobieren, wie das war, mit Papier und Schere und Klebstoff zu arbeiten. Das war nicht schön, ich war froh, als es wieder vorbei war. Dann kommt das überraschende Argument von Cora Stephan: Keine Angst mehr, das kostbare Manuskript könne auf dem Weg zum nächsten Kopierladen vom Winde verweht werden. Es ist sicher gespeichert auf einer handtellergroßen Diskette. In zweierlei Hinsicht überraschend. Zum einen wusste ich nicht, dass Autorinnen von dieser Angst beseelt waren, dass ihnen auf dem Weg zum Kopierladen das Manuskript abhanden kommt. Aber das ist natürlich keine besonders irrationale Angst. Die Wikipedia hat eine eigene Liste verlorener Texte, die von Leuten im Zug liegen gelassen wurden oder wo das einzige Manuskript eben im Krieg verbrannt ist. Oder es geht in der Post verloren. Sicher gespeichert auf einer handtellergroßen Diskette. Das ist jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen überraschend, dass einem das sicherer schien als das Papier. Aber auch nicht absurd. Das ist jetzt leider ein größerer Exkurs, den ich da machen müsste und den ich im Interesse des Buffets einspare. Aber es gibt einen schon seit Jahrhunderten anhaltenden Trend hin zu fragileren, aber gleichzeitig leichter kopierbaren Trägermedien für den Text, sodass die Haltbarkeit der Steintafel wiederum dadurch ausgeglichen wird, dass man die Sachen auf Papier oder eben in Diskettenform in wesentlich größerer Menge herstellen kann, so ähnlich wie der Frosch einfach seinen Laich irgendwo in die Gegend laicht und hofft, dass ein paar von den Kindern schon durchkommen werden. Also nur damit Sie nicht nach Hause gehen und denken, ich hätte hier die mangelnde Haltbarkeit der Diskette gegeißelt. Ich glaube an diesen Trend ich glaube daran, dass
die Menge, dass das Ausschütten einer großen Menge Froschleich ein legitimes Mittel ist, so legitim wie das Gebären von einem Jungen, in das man dann 5 Jahre Arbeit steckt, oder das Meißeln von Steintafeln. Und vor allem, sagt Cora Stephan weiter, das bis zu dreimalige Abtippen eines Manuskripts von der roh bis zur satzfertigen Fassung kann die Autorin sich, kann der Dichter der Gattin ersparen. Also es ist schon klar, dass das in beiden Fällen von der Frau abgetippt wird. Das überrascht mich nicht, in meinem Schreibmaschinenkurs an der Schule waren auch nur Frauen. Und dann kommt noch das Argument, und die ohnehin niedrigen Honorare werden nicht noch durch Zahlungen an professionelle Schreibbüros angenagt. Zu dem Argument komme ich gleich nochmal. Ich habe versucht, mehr von diesen praktischen Zitaten zu finden von Leuten, die erklären, was ihnen eigentlich kurz vorher noch gefehlt hat und jetzt, wo dieses Fehlen jetzt ausgeglichen wird durch das Auftauchen von irgendwas Neuem. Das hat sich leider alles als ganz unfruchtbar erwiesen. Diese Bücher enthalten überhaupt keine Gründe, warum man das machen sollte. Offenbar gehen da die Verlage und die Autoren davon aus, dass jemand, der sich so ein Buch zulegt, schon weiß, warum er irgendwas am Computer und nicht anders machen will. Das war mein erster Computer. Nicht das eigentliche Gerät, das steht hier in einer Vitrine im Computerspielemuseum in Berlin. Und ich kann mich an keine Lücke in meinem Leben erinnern, die existierte, bevor dieser Computer aufgetaucht wäre. Der war eines Tages einfach da, also nicht ganz von allein. Ich musste ihn im Jugendzentrum stehlen. Das klingt jetzt, dadurch, dass ich es öffentlich zugebe, ein bisschen so, als wäre ich stolz drauf, aber das ist nicht der Fall. Für mich hat sich das zumindest Chatlogs gibt es aus der Zeit keine, technisch bedingt, aber zumindest meine Erinnerung sagt, dass mir vorher nichts gefehlt hat und dass dieses Gerät auch keine Revolution ausgelöst hat. Man konnte darauf halt ein bisschen leichter auf eine Art tippen als auf der alten Schreibmaschine, so viel leichter aber auch wieder nicht. Das, was man da rechts sieht, ist das Diskettenlaufwerk, nicht die 3,5 Zoll Disketten, an die Sie sich vielleicht erinnern, sondern nochmal ganz andere, zu allem anderen inkompatible, und es ist auch keine Festplatte drin. Dieses Gerät oder beziehungsweise die Textverarbeitungssoftware, die ich benutzt habe, war aber der Meinung, ich hätte 2 Laufwerke, glaube ich. Hat mich jedenfalls immer wieder beim Schreiben aufgefordert, jetzt die andere Diskette einzulegen. Auf der einen war das Textverarbeitungssystem, auf der anderen war mein Text. Festplatte, wo irgendwas davon zwischendrin reingepasst hätte, gab es ja nicht. Und diese Aufforderung, die kam dann irgendwann, und dann bitte die andere Diskette einlegen und dann Yes drücken, also Y. Und wenn ich aber gerade im Tippen war, oder irgendeine andere Taste für Abbrechen oder so etwas in der Art. Ich habe da immer drüber weggetippt und dann war der Rechner der Meinung, jetzt sei die andere Diskette im Laufwerk, und dann war mein Text verloren, also zumindest seit dem letzten Speichern. Das führte dann dazu, dass ich, nachdem ich das Problem begriffen habe, wusste, das passiert immer so ungefähr nach, ich glaube, 5 Seiten oder so. Und ich habe diese 5. Seite dann wirklich Buchstabe für Buchstabe getippt, um auf keinen Fall zu verpassen, dass da jetzt diese Fehlermeldung kommen wird. Aber ich glaube, also das war für mich kein dringend behebungsbedürftiges Problem. Viel weniger schmerzhaft als das, was dann zum Beispiel später durch Google Docs gelöst wurde. Und das, deshalb glaube ich, ist es interessant, sich die Bedingungen einer solchen Unzufriedenheit, also Unzufriedenheit von dem Ausmaß, dass man sich Veränderungen aktiv herbeiwünscht, näher anzuschauen. Die erste ist, glaube ich, Not, die durch Veränderungen ausgelöst werden, die wahrscheinlich auf einem anderen Gebiet stattgefunden haben. Dass ich dieses Buch, das erste Buch mit Ira Strübel zusammen geschrieben habe, das ist nur dadurch zustande gekommen, dass wir uns im ERC kennengelernt haben, einem frühen Chatsystem, das es schon seit den späten 80er Jahren gibt. Und bis dahin habe ich einfach alle Projekte in meinem Leben zusammen mit den Leuten gemacht, die sowieso schon vor Ort waren, mit Mitbewohnerinnen, mit Leuten, wo man einfach vorbeigehen und mit denen zusammenarbeiten konnte. Also die Entwicklung dieser Chat-Technik hat letztlich dazu geführt, dass ein neues Bedürfnis entstanden ist bei der Zusammenarbeitstechnik an Büchern. Einfach ein Projekt, das wir 5 Jahre früher, wir hätten uns nicht kennengelernt, wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass eine Autorin, die in Berlin sitzt, und eine, die in Heidelberg sitzt, sinnvoll zusammen ein Buch schreiben können. Ein Problem, an das man sich nicht leicht gewöhnen kann. Ich konnte mich, so schmerzhaft das aus heutiger Sicht klingt, an dieses Diskettenproblem gewöhnen.
Es gibt Probleme, an die man sich sehr schwer gewöhnen kann. Ich weiß noch, dass in dieser Wiki-Zeit viel Empörung herrschte und auch später, wenn es um die Zusammenarbeit mit Hilfe der Dropbox ging, konfligierende Versionen. Man arbeitet mit anderen Leuten zusammen an irgendwas und jede halbe Stunde entsteht irgendeine Version, die mit einer anderen in Konflikt steht und von Hand wieder zerpflückt werden will, damit man rausfindet, was eigentlich gemeint war. Im Zusammenhang mit Word scheint mir Textverlust seltsamerweise bis 2019 immer wieder Thema zu sein. Aber das Problem muss oft genug auftreten. Das ist so ähnlich wie mit erdrutschgefährdeten Gebieten oder Überschwemmungsgebieten. Das passiert einfach zu selten. Die Leute vergessen, dass vor 50 Jahren an dieser Stelle auch schon mal ein Hochwasser war und bauen ihr Haus dahin. Und wenn ich mit Leuten darüber rede, denen schon mal ihre halbe Magisterarbeit durch Word ins Nirvana verschwunden ist, dann führt das keineswegs dazu, dass sie deshalb Word den Rücken kehren und in Zukunft was anderes nehmen, weil das ist ja zuletzt vor 5 Jahren passiert und es wird vielleicht auch erst in 5 Jahren wieder passieren. Also muss was sein, worüber man sich täglich bis wöchentlich ärgert. Es muss einen Zeitaufwand erzeugen, der sich nicht als Teil der Arbeit interpretieren lässt. Also das Schreiben auf der Schreibmaschine war nach allem, was ich so von älteren Autoren höre und lese, einfach Teil dessen, was man als die Arbeit des Schreibens empfindet, auch wenn man die Sachen dreimal abtippen muss. Man kann es ja bei jedem Durchgang wieder überarbeiten. Das fühlt sich nicht wie Zusatzarbeit an, auch wenn ich aus heutiger Sicht sagen würde, es ist schon mühsam, diese Sache mit den Durchschlägen und Tippex und so weiter, aber das lässt sich offenbar einfach als so sieht der Autorenberuf aus interpretieren. Das ist anders bei Dingen wie die Textverarbeitung hat meinen Text geschluckt und ich muss ihn jetzt ganz von vorne neu schreiben. Das ist mir in den letzten Jahren toi 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 nicht mehr passiert, ist aber zuletzt, glaube ich, immer noch um 2012 rum. Also es ist noch nicht so lange her. Die Sache mit den Kosten, die Cora Stephan hier erwähnt hat, dass die Honorare nicht angenagt werden, das kommt mir wie ein sehr fragwürdiges Argument vor. Sie sagt dann auch im gleichen Text, dass die PC-Preise damals so bei 6.000 Mark lagen. Da muss man schon ziemlich lange das Schreibbüro nicht beauftragen davon. Und auch hier geht es um die Recherche in Datenbanken. Das war mir auch nicht ganz klar. Datenbanken der frühen 90er Jahre, man musste offenbar für die Benutzung pro Stunde bezahlen. Es ist mir entweder neu oder ich habe es einfach aus Grauen wieder verdrängt, 100 bis 200 Mark pro Stunde. Also es klingt alles in allem nicht nach direkter Kostenersparnis, was sie in diesem Artikel beschreibt. Entschuldigung. Und das Gleiche gilt für die Umständlichkeit. Das ist eine Erkenntnis, die ich in den Jahren im Techniktagebuch gewonnen habe. Umständlichkeit ist überhaupt kein objektiver Wert. Wenn ich anderen Leuten versuche zu erklären, dass ich für irgendwas eine ganz einfache Lösung habe, die nur voraussetzt, dass man immer und überall und unter allen Umständen Internet hat, dann sagen diese anderen Leute meistens, das sei ihnen viel zu umständlich, diesen Zustand herbeizuführen. Und ich gebe zu, das hat auch viel unangenehmes Hantieren mit 17 verschiedenen SIM-Karten in meinem Leben nach sich gezogen. Umständlichkeit lässt sich immer nur in andere Glieder des Systems verschieben. Das hier ist der Uhrenbeweger, die Hausgottheit dieses Konzepts, dass die Umständlichkeit immer nur verschoben werden kann. Die Uhrenindustrie entwickelt eine Uhr, die man nicht mehr aufziehen muss, sondern die sich durch die Bewegung am Handgelenk aufzieht, stellt sich aber raus, wenn man diese Uhr nicht bewegt, dann verharzt ihr Getriebe. Und deshalb braucht man einen Uhrenbeweger. Und die Einfachkeit, die durch das Nicht-mehr-Aufziehen erzeugt, das wird sofort von einem anderen Teil des Systems wieder aufgefressen. Das ist, glaube ich, bei allen Lösungen zur Schreibtechnik exakt dasselbe. Die Aussicht auf Einsparung anstrengender Kommunikation, das ist nur so ein Verdacht von mir, aber ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist und mit anstrengend meine ich vor allem Kommunikation über Systemgrenzen hinweg. Also gelegentlich heißt es ja verkürzt, diese seltsamen Technikoptimisten, die wollten einfach den Menschen überall rauskürzen und durch eine Maschine ersetzen, einfach nur so aus Prinzip.
Aber es ist ja schon so, dass die einfache und die erfreuliche Kommunikation flächendeckend geschätzt wird und dass das, was nicht so geschätzt wird, eben die anstrengende Kommunikation ist, wenn man zum Beispiel versuchen muss, sich mit Grafikern zu verständigen oder mit Menschen, die im Verlag arbeiten und eine völlig andere Sprache sprechen und ganz andere Dinge wollen. Und an der Stelle fangen dann doch viele Leute an, sich danach zu sehnen, dass man an dieser Stelle einfach eine Maschine haben könnte und dass man dieser Maschine sagt, was man will, und die macht es dann. Und das ist, glaube ich, ganz oft ein wesentlicher Punkt. Man weiß genau, dass es besser gehen muss, weil man es anderswo schon gesehen hat, weil man entweder selbst aus einer anderen Branche kommt, in der ein ganz ähnlich aussehendes Problem schon gelöst ist auf irgendeine Art, oder weil es eben früher besser gegangen ist. Und dafür ist das hier ein schönes Beispiel, The Art of Computer Programming. Den wird wahrscheinlich dem einen oder anderen hier vertraut sein, von Donald Knuth. Der erste Band ist 1968 erschienen und damals noch mit einer Monotype-Satzmaschine hergestellt. Da werden die einzelnen Buchstaben in Blei gegossen, so ähnlich wie Linotype, aber einzelne Buchstaben eben. Und als dann der zweite Band fertig war, ich glaube so circa 1974, ist Lichtsatz im Verlag, also hat Lichtsatz in diesem Verlag, Addison Wesley, in dem es erschienen ist, den Monotype-Satz, den Bleisatz abgelöst. Und die alten Schriften gibt es nicht mehr und Lichtsatz ist einfach auch noch eine ganz junge Technologie. Die Auflösung ist noch nicht gut, es gibt wenig Schriften zur Auswahl. Es ist alles in allem sehr viel unbefriedigender als die Ästhetik des ersten Bandes, worüber Donald Knuth sich so empört, dass er sich hinsetzt und ein Textsatzsystem für den digitalen Satz schreibt, in der Meinung, das sei eine Sache für mal eben in den Sommerferien. Tatsächlich dauert es ungefähr 10, 15 Jahre. Ich habe versucht, für diesen Vortrag Bilder davon zu finden. Ich habe diese Geschichte nämlich schon öfter gelesen und hatte mir dazu immer vorgestellt, dass dieser zweite Band wirklich sagenhaft hässlich gewesen sein muss, so wie Maschinen getippt oder so wie diese frühen Nadeldrucker-Sachen. Und ich habe diese Bilder leider gefunden, leider, weil sich herausstellte, dass sie vortragstechnisch unbrauchbar sind. Für jemanden, der nicht Typografie-Spezialist ist, sieht beides völlig okay aus. Also da geht es wirklich um Feinheiten von Ligaturen und bestimmte Buchstaben, die er hässlich fand, und bestimmte Buchstabenabstände. Also würde Ihnen jetzt, wenn ich es mitgebracht hätte, den meisten wahrscheinlich auch nichts sagen. Ja, das ist das Zitat von ihm, dass er sagte, er hat 15 Jahre an den Büchern gearbeitet, aber wenn sie dann so hässlich aussehen, dann hat er keine Lust mehr. Das ist natürlich eigentlich ein nachvollziehbareres Zitat, wenn man noch glaubt, dass es sich um wirklich, wirklich hässliche Bücher gehandelt hat. Man kann das bis heute machen. Ich habe gestern die Jahresausgabe des Techniktagebuchs damit produziert. Wenn du da eine Apollo 11 hast, sieht alles aus wie ein Mond. Dieses Buch hat 10.029 Seiten. Die 29. ist nicht ganz voll, darum habe ich die hier abgebildet. Und das Tool, das Knuth dafür entwickelt hat, LaTeX, ist inzwischen fast 50 Jahre alt. Aber es gibt eben immer noch Dinge, die kann man, da wüsste ich jetzt wirklich nicht, wie man das anders hinkriegen sollte. Also den Gesamtinhalt eines Blogs in 10.029 recht anständig gesetzte Seiten automatisch hineingießen. Ich habe das gestern auf einer Zugfahrt gemacht, plus automatisch erzeugtes, ganz gut funktionierendes Stichwortverzeichnis hinten. Ich hätte es nicht mit Word gemacht, ich hätte es nicht mit InDesign gemacht. Ich glaube eigentlich, es gibt nach wie vor keine andere Möglichkeit, zumindest ist mir keine bekannt. Es hat auch nicht schrecklich lange gedauert. Das war eben das Beispiel für die gute Lösung, nach der man sich sehnt, die hat schon mal existiert 5 Jahre vorher, und der technische Fortschritt hat sie jetzt gerade vorübergehend beiseite geräumt, und über diesen Zustand ist man so unglücklich, dass man zu ganz erheblichem Tatendrang angestachelt wird. Anhand dieser Vorschläge, woran man oder was tatsächlich die Auslöser der Unzufriedenheit sind, habe ich versucht herauszufinden, was es sein könnte, worauf wir dann in 10 oder 20 Jahren zurückblicken und sagen, okay, 2019 war die schreibtechnisch wirklich schon noch ein sehr anstrengendes und unausgereiftes Ding. Was hat uns da beschäftigt?
ein allgemein akzeptierter Standard für kollaboratives Schreiben. Das ist was, was mich andauernd im Alltag beschäftigt. Word als Austauschformat zwischen Verlagen und allem und Redaktionen allem und jedem ist unbefriedigend, aber sehr etabliert. Also da muss man nicht lange diskutieren. Word geht immer und wird eigentlich auch meistens verlangt. Sowas fehlt beim gemeinsamen Schreiben an Dokumenten im Moment noch völlig. Ich verbringe so viel Zeit damit, bei jeder neuen Zusammenarbeit wieder mit den Leuten zu diskutieren, was verwendet werden soll und was nicht und warum nicht. Und natürlich ist auch die Austauschbarkeit zwischen den verschiedenen Systemen nur ein feuchter Zukunftstraum im Moment. Das sind diverse Bücher, die ich alle mit Google Docs gemacht habe zwischen 2005 und 2012 mit willigen Co-Autoren. Dann kam dieses Buch dazwischen, da waren wir anfangs zu dritt. Der eine fand Google böse, der andere war sehbehindert und ich wollte nicht mit GitHub arbeiten. Und das führte dazu, dass wir ein Jahr lang diskutiert haben, auf welcher Plattform wir dieses Buch überhaupt schreiben. Ein ganzes Jahr lang und nicht nur gelegentlich. Letztlich wurde dieses Buch dann geschrieben in einem Sammelsurium von extrem unbefriedigenden Lösungen, zu denen ich nie mehr zurück möchte. Und dieses Buch, das war letztes oder vorletztes Jahr, da habe ich mit einem Co-Übersetzer zusammengearbeitet, der sagte, er will Word-Dokumente hin und her schicken und die Überarbeitungsfunktion von Word benutzen und die, den Feinschliff am Schluss, den machen wir zusammen am selben Schreibtisch. Er reist nach Berlin an. Also die Ungleichzeitigkeit der Gegenwart, das wird wahrscheinlich in 10 Jahren auch noch so sein. Funktionierende Spracheingabe. Ich habe im Freundeskreis rumgefragt, genau genommen in der Techniktagebuchredaktion. Und das war der Punkt, der als erstes kam. Funktionierende Spracheingabe, bei der man diktieren kann und nicht danach noch ewig nachbearbeiten muss. Und insbesondere im Journalismus extrem herbeigesehnt die Möglichkeit der automatischen Interviewtranskription. Das würde nicht nur dazu führen, dass Leute sehr viel Zeit und andere Leute sehr viel Geld sparen würden. Das würde auch dazu führen, dass man ganz neue Projekte angehen würde, die man im Moment einfach aus diesem Grund nicht angehen kann, weil Transkription so wahnsinnig aufwendig und oder teuer ist. Seitenlayout versus flexibles Layout, das ist jetzt eine etwas esoterischere Frage, aber ich versuche sie zu erklären, weil ich glaube, dass sie doch, also da würde mich jetzt wirklich interessieren, wie die aus der Sicht von 50 Jahren in der Zukunft aussieht. So sieht das Techniktagebuch in Blogform aus und so ein Blog stammt ja letztlich von der Schriftrolle ab. Es geht nach da unten einfach sehr, sehr weit weiter, ohne dass da ein Seitenumbruch stattfinden muss. In der PDF-Version muss dieser Seitenumbruch aber stattfinden, weil das PDF ein bisschen so tut, als wäre es ein Buch und es hat ja auch Seitenzahlen und das alles. Und das sieht manchmal gut aus, so wie hier, und das sieht manchmal überhaupt nicht gut aus, so wie hier, weil es natürlich alles automatisch in dieses Layout reingegossen wird. Ich kann bei 10.000 Seiten nicht von Hand nachbessern und das Bild passt einfach da nicht drunter. Das passt auch thematisch, das ist eine Zeitschrift, die ich in den frühen 90ern, hier steht es auch, September 92, mit einem Freund zusammen gemacht habe, die ist komplett handgeleimt und hier diese Titelillustration, da haben wir die einzelnen Hemdchen mit Buntstift ausgemalt für jedes einzelne Exemplar. So sieht das in der E-Book-Version aus, EPUB in dem Fall. Sieht auch nicht gut aus, aber das ist ja wiederum flexibel, weil es auf Geräten in allen möglichen Größen funktionieren muss. Das muss auf dem Tablet funktionieren, auf dem Handy oder wenn ich so wie hier das Dokument auf meinem Rechner öffne. Und das heißt, das sieht auch jedes Mal anders aus, zum Beispiel so. Hier sieht man auch die, das ist schon am Computer gemacht, der Text, aber der ist dann ausgeschnitten und auf die Seite geklebt und in einen Copyshop getragen. Ja, und da würde mich doch sehr interessieren, ist das eine Naturkonstante, dass es diese zwei unvereinbaren Formate geben muss, das feste Seitenlayout und das flexible, oder fließen die doch in irgendeiner Weise zusammen, vielleicht schon nächstes Jahr? Es ist ja inzwischen kein grundsätzliches technisches Problem mehr, das Layout wirklich in dem Moment, in dem es gebraucht wird, zu machen. Und es müsste auch kein Ding der Unmöglichkeit sein, es in dem Moment, in dem es gebraucht wird, gut aussehend zu machen. Eigentlich muss das gehen. Wenn ich dieses 10.000 Seiten Buch an einem Nachmittag im Zug machen kann, dann muss es eigentlich auch möglich sein, ein vernünftiges Buchlayout wirklich on the fly herzustellen. Und im E-Book kann man das ja auch schon so ein bisschen erahnen. Das
Das ist wahrscheinlich der Punkt, der die meisten Anhänger finden dürfte. Nichts verpassen ist ein bisschen schlecht formuliert. Ich wollte es vorher nicht noch ändern, um meine Slides nicht durcheinander zu bringen. Was ich hier eigentlich meine, ist Recherchemöglichkeiten oder ungehinderter Zugriff auf Informationen versus nichts verpassen. Das Auflösen dieses Konflikts, dass man einerseits am Computer arbeiten möchte, weil ganz viele von den Arbeitsmitteln, die man braucht beim Schreiben, über diesen Computer zugänglich sind und dass man aber gleichzeitig genau dadurch den ganzen Tag von der Arbeit abgehalten wird. Ein offenbar so allgemein unbeliebtes und tatsächlich aktiv störendes Problem, dass ganz seltsame Dinge erfunden werden zu seiner Behebung. Hier habe ich, als ich noch dachte, ich rede über die Zukunft, nach The Future of Writing gegoogelt und herausgefunden, dass sie genau wie die Vergangenheit aussieht, nämlich so. Das ist ein kleines schreibmaschinenartiges Gerät mit einem winzigen und nicht besonders guten Display und hier rechts zu einem Drehregler, auf dem man Wi-Fi off, on und new einstellen kann und links drei Folder, auch mit so einem seltsamen Regler. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass die Zukunft so aussieht. Ich glaube, das sind eher so eine Art verzweifelte Versuche, dieses Problems durch Vermeidung Herr zu werden. Es würde mich sehr überraschen, wenn es so kommt, aber das wäre nicht das erste Mal. Von daher, jedenfalls das ist, glaube ich, eventuell von den Schreibtechnikproblemen der Gegenwart, dass das am deutlichsten im Moment auf und ab hüpft und sagt, hier bin ich, behebe mich. Wodurch? Ist mir auch noch nicht ganz klar. Inhaltliche Schreibhilfen. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass auch 2019 Textverarbeitung noch ganz wesentlich nicht in Hilfen beim eigentlichen Schreiben besteht, sondern es geht um Formatierungen und die Sicherung des Textes, lauter solche Dinge. Aber das, was man tatsächlich hinschreibt, dabei gibt es wenig Assistenz im Moment. Das ist ein bisschen anders im Drehbuchbereich. Drehbuchautoren setzen bereitwillig und schon seit diversen Jahren auf Tools, die ihnen inhaltlich beim Schreiben helfen, beim Strukturieren, beim Formulieren. Und ich glaube auch, dass der in letzter Zeit viel beschriebene Robot-Journalism, der wird immer illustriert mit so tippenden Roboterhänden, was ein bisschen verwandt ist mit diesen Beschreibungsproblemen, um die es im vorigen Vortrag ging, hat natürlich nichts mit tippenden Roboterhänden zu tun. Es hat damit zu tun, dass Leute sich hingesetzt haben und für bestimmte Textarten wie Aktienmarktberichterstattung oder Sportberichterstattung Textbausteine und Strukturen vorformuliert haben, um diese Texte automatisch auf der Basis von Daten erzeugen zu können. Das taucht im Journalismus eben meistens auf als seltsame tippende Roboterhände Zukunftsvision, hat aber, glaube ich, unmittelbar eben mit diesen inhaltlichen Schreibassistenzen zu tun. Das ist aber tatsächlich was, worauf, glaube ich, absolut niemand wartet. Niemand oder außer vielleicht Drehbuchschreibende. Davon abgesehen, glaube ich, liegt kaum jemand nachts wach und denkt sich, ich hätte gerne mehr inhaltliche Assistenz beim Schreiben. Das wird, denke ich, kommen. Da bin ich wesentlich zuversichtlicher als bei diesem Freewriter-Ding. Aber das ist sowas, was kommen wird, ohne dass sich jemals jemand danach gesehnt hat, so wie die Abschaffung der privaten Sekretärin, wo bestimmt auch nicht die Leute in ihren Chefetagen gesessen haben und gesagt haben, wäre es nicht toll, wenn wir alle keine Sekretärin mehr hätten, die für uns tippt, was ja jetzt doch an vielen Stellen der Fall ist. Das ist schon meine letzte Anmerkung. Ich bin unzufrieden mit dem Forschungsstand. Ein Beifang der Recherche. Im Gegensatz zur Informatik existiert für den Bereich der Textverarbeitung noch keine befriedigende theoretische Basis. Dieser Satz ist von 1980 und stammt aus diesem Buch, von dem ich nur die ersten Seiten gelesen habe. Aber mit diesem Satz, da war ich mit den Autoren absolut einer Meinung. Und zwar insbesondere im deutschsprachigen Bereich. Und da Sie ja gerade dabei sind, hier ein neues Projekt oder einen neuen Fachbereich ins Leben zu rufen. Ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Aufmerksamkeit auf die Schreibtechniken und ihre Geschichte insbesondere im deutschsprachigen Raum verwendet würde. Ich habe überhaupt keine Probleme damit, Beispiele aus den USA für dieses Thema zu finden. Und es gibt ganz, ganz wenig aus dem deutschsprachigen Raum. Und dabei haben wir doch eigentlich auch die ganze Zeit geschrieben und mit nicht so anderen Techniken als die anderen. Vielen Dank.